Moin, moin, liebe Community. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal Meine Energiewende. Heute aus meinem Bastelkeller. Wie man unschwer erkennen kann, geht es heute um dieses Gehäuse hier. Das ist das V3-Gehäuse der Firma EEL Battery. Ich habe mir auch passende Grade-A-Zellen besorgt. Das ist das allererste Mal, dass ich Grade-A-Zellen verwende. Bisher war es alles Grade-B oder wie auch immer man das nennen möchte. Also das hier sind jetzt wirklich Top-Zellen. Die habe ich auch in einem anderen Video schon getestet, was ich hier mal ganz kurz verlinke. Und ja, wir gucken uns das Gehäuse an, wir schauen uns die technischen Parameter an, wie baut man es zusammen und was gibt es noch so zu beachten bei der ganzen Geschichte. Wie vielleicht einige von euch mitbekommen haben, veranstalten wir einen Workshop zu genau diesem Gehäuse und diesen Zellen. Der ist allerdings mittlerweile schon komplett ausgebucht, wir haben nur 10 Plätze, aber vielleicht ist das für die Leute, die dort dran teilnehmen, auch interessant, sich das Video einmal vorher anzugucken, dann wissen sie nämlich, was auf sie zukommt. So, wenn euch das interessiert, los geht's, würde ich sagen. Schauen wir uns mal kurz das mitgelieferte Zubehör an. Das ist mittlerweile wirklich eine ganze Menge. Ich versuche es so kurz zu halten wie möglich. Wir haben hier die Busbars mit Doppelanschlüssen. Die passen hier natürlich zu den entsprechenden Zellen. Mit den Polen, mit den Doppelanschlüssen. Auffällig ist hier, dass eingelassene M3-Löcher dort sind, um zum Beispiel den Balancer oder das BMS anzuschließen. Dann haben wir hier Epoxyplatten und weiches Material für die Isolation der Zellen untereinander in dem Gehäuse. Hier ist ein rebrandeter Knee-Balancer, der dürfte einigen von euch ja auch bekannt sein. Man kann aber sehen, hier oben steht jetzt EEL-Batteries drauf. Mit entsprechenden Kabeln. Dann haben wir darunter dieses rote oder orange hier. Das ist eine oder sind zwei Heizmatten, die BMS gesteuert werden. Der Akku ist also auch in der Lage, in kälteren Umgebungen eingesetzt zu werden. Hier haben wir vier hochwertige oder massive Griffe, damit ich dieses Gehäuse auch irgendwie tragen kann. Mittlerweile haben sie das so ein bisschen verändert, damit man auch sich nicht gleich damit es nicht direkt in die Finger einschneidet oder in die Handflächen einschneidet, etwas mehr Material gegeben. Darunter haben wir Epoxyplatten, die sind auch für die Isolation innerhalb des Gehäuses zuständig, ebenso wie dieses auch nochmal hier weiche Material, das kommt oben auf die PCBs, die mitgeliefert werden, um die Zellen an den Balancer und das BMS anzuschließen. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Ja, die Zellen hatte ich euch schon gezeigt. Die gehören zwar nicht zum Gehäuse, aber ich wollte sie nur mal nochmal zeigen. Es gibt dieses Gehäuse auch für Zellen mit M6-Gewindestangen oder Gewindeanschlüssen. Dann haben wir hier so einen kleinen Schalter, der ist einfach, um das BMS einzuschalten. Dann kommen wir hier zum BMS selber. Es wird mitgeliefert ein entsprechendes Display. Und hier kann man sehen, hier unten an diesem kleinen Aufsatz, der hier drauf ist, das ist die Bluetooth-Variante des BMS. In der Tüte ist noch Zubehör, entsprechende Kabel dazu und das BMS selber. Dann haben wir hier auf der rechten Seite oder na, nicht, eher in der Mitte neben dem BMS haben wir einen Keramiksicherungshalter und eine entsprechende 250 Ampere 1L-Sicherung dabei. Dann hier unten sind die Gehäuseanschlüsse, also zweimal Plus, zweimal Minus, kann man hier prima sehen. Die werden einfach durchs Gehäuse geführt und innen an den Busbars hier angeschlossen, zu denen kommen wir gleich noch. Dann gibt es hier noch ein serielles, ein USB auf Seriell Adapter für die Konfiguration des BMS. Eine kleine Anleitung, die aber eher rudimentär gehalten ist. Dann habe ich hier in der Tüte noch zwei so Haken, die dafür gedacht sind, mehrere Gehäuse aneinander zu befestigen. Also so wie in so Flight Cases, wo man die einfach mit so Bügeln aneinander klipsen kann, damit sie, wenn man sie übereinander stellt, nicht umfallen oder damit man sie einfacher transportieren kann, wenn man einen Wagen darunter hat. Ein kleiner Kasten mit diversem Kleinmaterial, also Schräubchen und so weiter. Und last but not least, die altbekannten Origami Busbars, die Verbindung zwischen den Batterieanschlüssen und dem BMS, beziehungsweise hier diesen, den
Anschlüssen am Gehäuse herstellen. Man muss da einfach nur darauf achten, es gibt von jedem dieser Busbars nur einen. Und dementsprechend muss man nur darauf achten, dass man den passenden Busbar an die passende Stelle macht. Wenn es nicht passt, dann ist es auch offensichtlich nicht an der richtigen Stelle. Gut, das ist so das Zubehör. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten innerhalb des Gehäuses, also das PCB, was ich vorhin sagte, mit dem man die Balancer und das BMS an die Zellen anschließen kann, beziehungsweise an die Busbars. Das zeige ich euch dann gleich, aber wenn ich es eingebaut habe. Jetzt fange ich als allererstes mal an und bereite das Gehäuse vor, baue also hier die entsprechenden Griffe ein, öffne das Gehäuse und dann zeige ich euch dort nochmal, was sich im Vergleich zu dem alten V1-Gehäuse schon getan hat. Also da gibt es auch einige Änderungen, was ja die EL-Battery-Leute berücksichtigt haben an Feedback, was sie bekommen haben, aber da gehe ich dann gleich drauf ein. Bevor ich jetzt anfange zu montieren, gucken wir uns das eigentliche Gehäuse noch mal ganz kurz an. Auffällig ist auf jeden Fall, dass sich hier das Design ein bisschen verändert hat. Die Kanten wurden abgerundet. Das sieht alles ein bisschen schöner aus, muss man sagen. Aber passt natürlich nicht mehr so ganz zum alten Gehäusetyp. Aber gut, solange ich sie noch aufeinanderstellen kann, ist mir persönlich das egal. Ich nehme mal hier einmal die Frontplatte ab. Was dann auf jeden Fall auffällt, ist, dass hier hinten entsprechende Platten jetzt verbaut sind. Also sprich, man muss jetzt nicht mehr irgendwas ganz am Ende dahin bauen, wie es jetzt viele gemacht hatten. Die hatten Stahlplatten eingesetzt oder sonst irgendwas, weil die Unterstützung halt nur hier oben und dort unten gewesen ist. Das haben sie jetzt also mal deutlich verbessert. Was so geblieben ist, ist hier oben der Busbar. Aber, jetzt kommt das Aber, sie haben jetzt hier einen zweiten Stecker montiert für den Balancer, für den Knee-Balancer. Das heißt, das PCB wurde ganz leicht angepasst. So, und jetzt komme ich als Spielverderber und sage, das funktioniert so nicht. Denn sie haben hier weiterhin nur einen Anschluss für die Akkus gehabt, beziehungsweise an den Akku-Busbars gehabt. Und das habe ich den Leuten von EEL auch geschrieben, habe gesagt, hier, da müsst ihr mal nachbessern. Und was dabei rausgekommen ist, ist Folgendes. Ich zeige euch das mal gerade. Sie haben nämlich diesen Beta-Busbar zugeschickt. Also das Busbar ist falsch, PCB. Was man hier erkennen kann, ist, ich habe pro Batteriepol zwei Anschlüsse. Ne? Also hier zwei Stück. Hat damit zu tun, dass wenn ich den aktiven Balancer mit auf das gleiche Kabel lege wie wie das BMS, dann misst das BMS falsch. Sobald der Balancer anfängt, mit vollen Ampere da rein, vollen 4 Ampere da reinzuladen, hat mit dem Widerstand des Kabels zu tun. Wenn ich das aber so mache wie hier, dass ich zwei einzelne Kabel habe, die rausgehen, dann funktioniert das. Beziehungsweise es würde wahrscheinlich sogar reichen, wenn ich sie hier zusammenführe und nur ein Kabel rausmache. Aber das haben sie jetzt so ganz schön gelöst. Wie gesagt, das ist noch Beta, diese Platine, kommt jetzt demnächst in diese Gehäuse rein. Solltet ihr euch so ein Gehäuse kaufen und mit Balancer, dann würde ich euch aber empfehlen, fragt nach genau diesem neuen Busbar. Busbar, PCB, Entschuldigung. Ja, genau. So, dann nehmen wir das hier mal ab. Und als nächstes schauen wir uns jetzt mal hier vorne die Frontplatte an. Die hat sich soweit auch nicht großartig verändert. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, den Balancer einzubauen. Das war vorher nicht der Fall. Der Rest sieht noch relativ gleich aus. Das heißt, ich habe die gleiche Anzahl, drei Schraubpunkte pro Seite und in der Mitte. Sieht so aus wie das ursprüngliche Gehäuse. Ansonsten, ja, der Rest scheint gleich geblieben zu sein. Hier hinten, die Ecken sind auch noch abgerundet. Also, das passt jetzt erstmal soweit. Gut, also so viel zum Gehäuse selber und zum neuen PCB. Und jetzt geht's los mit der Montage. Damit das nicht für euch allzu lange dauert, sehe ich zu, dass ich diese grundlegenden Dinge, also die Gehäusemontage, möglichst kurz fasse. Als erstes werden die Griffe montiert mit diesen kleinen schwarzen Schrauben. So, diese da. Also alle diese kleinen, diese kleinen Metallschräubchen sind für die Gehäuse vorgesehen, könnt ihr euch schon mal merken. Die Griffe werden einfach eingesetzt und festgeschraubt. Das war es dann auch schon. Ich mache das jetzt mal bei einem vor und bei den anderen gehe ich davon aus, das soll wohl jeder hinkriegen.
habe den ersten Griff mal schnell montiert. Das passiert mit diesen kleinen schwarzen Schräubchen hier. Die sind überall fürs Gehäuse vorgesehen. Das Ganze mal 4 und dann ist das schon erledigt. Nachdem die Griffe nun montiert sind, nehmen wir uns wieder diesen Kleinteilebehälter und suchen uns hier diese Füßchen raus. Diese werden allerdings nicht mit den schwarzen Schrauben befestigt, sondern es sind ähnlich große kleine silberne Schrauben bei mir hier unten rechts in dem Päckchen drin. Die sind etwas länger. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Moment. So. Ja, die sind etwas länger, diese Schräubchen. Und die normalen schwarzen, die würden nicht fassen, die sind zu kurz. Mit diesen Schräubchen befestigen wir dann den entsprechenden Fuß. Es gibt 4 Bohrlöcher unten und schrauben den entsprechend fest. So. Und dieser Fuß ist dann dafür gedacht, also wer sowieso nur ein Gehäuse beabsichtigt einzusetzen und es eher auf dem Rollwagen durch die Gegend fährt, der kann es auch sein lassen. Aber wenn man die Gehäuse ineinander stellen möchte, dafür gibt es nämlich im Deckel oben entsprechende Löcher, die, wo man diese Füße dann wieder reinstellen kann, damit die dann auch wieder nicht mehr verrutschen gegeneinander. Und ja, wer mehrere plant, davon mehrere übereinander zu stellen, der sollte entsprechend diese Füßchen auch montieren. Als nächstes montieren wir optional die Öse und den Haken für die Befestigung der Gehäuse untereinander. Das sind diese hier. Der Haken kommt nach unten und die Öse nach oben. Dafür verwenden wir jetzt auch die etwas längeren silbernen Schrauben. Das ist aber, glaube ich, ausschließlich aus optischen Gründen so. Eine schwarze Schraube wird halt nicht so gut zu dem silbernen Haken passen. Als nächstes montieren wir optional den Haken bzw. die Öse jeweils hier in die entsprechenden Schraublöcher, auch wieder mit den schwarzen Schrauben. Das sind diese hier. Der Haken kommt nach unten und die Öse nach oben. Das geht aber auch gar nicht anders wegen der Bohrlöcher. Die sind dafür da, um mehrere Gehäuse aneinander zu befestigen. Rutschfest werden sie ja durch diese kleinen Füßchen, aber die eigentliche Befestigung passiert durch die Haken. Und einmal fertig montiert und das Ganze natürlich dann auch mal 2. Nachdem die Außenarbeiten beendet sind, habe ich jetzt hier schon mal die Epoxy, ich nenne sie jetzt mal Käfige, eingebaut, also dort, wo hinter die Zellen drin stehen. Des Weiteren habe ich hier die Heating Patch schon mal eingelegt und die Abschlussplatten, die ich jetzt hier noch habe, die kommen logischerweise erst dann, wenn ich die Frontplatte einsetze. Das Heating Pad selber hat hier so ein Steckerchen vorne dran und dieses Steckerchen wird dann hinterher direkt auf dem BMS eingesteckt. Das BMS liefert auf diesem Stecker 5 Ampere und ich vermute einfach mal die 51 Volt, die direkt vom Akku kommen. Also so Pi mal Daumen haben wir hier eine Heizleistung von maximal 250 Watt, was ja schon ganz ordentlich ist. Die Heizung schaltet ein bei 0 Grad, wenn die Batterietemperatursensoren 0 Grad anzeigen, also einer von denen, und schaltet ab, wenn die Batterie wieder 10 Grad erreicht hat. Somit ja, sollte das Batteriepack eigentlich relativ gut geschützt sein, aber das funktioniert natürlich nur so lange, wie ich auch Leistung auf dem Pack habe. So sieht das Ganze dann mit den ersten beiden Zellen aus. Die ersten beiden Zellen sind natürlich wichtig für die Gesamtkonfiguration hinterher. Das heißt, wenn ich hier hinten anfange, falsch aufzubauen, dann passt das hinterher alles nicht. Das ist aber relativ simpel. Die linke Zelle muss hier mit Plus eingebaut werden, also mit dem Pluspol. Die rechte Zelle hier mit dem Minuspol eingebaut werden. Und wenn ihr damit anfangt und das immer abwechselnd macht, also nächster Pol wäre hier Plus, Minus, Plus, Minus und so weiter, dann könnt ihr da gar nichts falsch machen. In der Anleitung selber ist aber nochmal ein Schaubild drin, wo man das ganz gut sehen kann. Wie ich vorhin schon sagte, werden unterschiedliche Arten von Isolatoren mitgeliefert. Also einmal hier diese Epoxyplatten und andererseits aber diese, ja, EL nennt es EVA-Film. Also diesen weichen Film, den man dazwischen machen kann, zwischen die Zellen. Bei mir ist es so, da ich Grade-A-Zellen habe, habe ich diese und also natürlich überhaupt keinen Bauch auf den Zellen oder sonst irgendwas, habe ich dieses
weiche EVA zwischen die, ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen, zwischen die einzelnen Zellen gepackt. Die sind jetzt natürlich noch nicht irgendwie fixiert. Solltet ihr irgendwie bauchige Zellen oder ähnliches haben, dann würde ich gegebenenfalls ganz hinten so einen EVA-Film dran machen und ganz vorne, um da so ein bisschen Flexibilität reinzubringen. Aber ansonsten zwischen den Zellen diese Epoxyplatten setzen. Die sind nämlich ungefähr nur halb so stark wie der EVA-Film und somit gewinnt ihr ein bisschen Platz und es wird dann nicht allzu eng. Gerade wie gesagt, wenn die Zellen irgendwie ein B-Typ sind oder ähnlichem, wo einfach ein bisschen mehr Platz gefordert ist. Das Ganze habe ich jetzt mit allen Zellen durchgeführt. Alle Zellen sind mit EVA-Platten dazwischen eingebaut. Wichtig ist natürlich, dass ihr jetzt wirklich auf die Polarität achtet. Eine verdrehte Zelle würde nämlich hinterher bei der Montage der Busbars einen Kurzschluss bedeuten. Das wollt ihr auf keinen Fall. Hier vorne der Pol sollte der Pluspol sein. Hier ist der Minuspol und dann natürlich immer abwechselnd bis nach ganz hinten. Dementsprechend muss hier jetzt der Minuspol sein und dort der Pluspol. Das hatte ich ja vorhin schon gezeigt. Ich habe die Frontplatte schon mal reingesetzt. Die hat entsprechend hier unten für die Heizung einen Ausschnitt, damit die Heizung da durchschauen kann, also das Anschlusskabel der Heizung, und hat hier insgesamt 9 Fixierungspunkte und diese werden jetzt mit diesen etwas längeren Schrauben angezogen. Damit bringt man ein bisschen Druck auf die Zellen. Ich weiß nicht, ob es die angegebenen oder die von Eve geforderten 300 Kilo sind, aber zumindest werden die Zellen daran gehindert, sich auszudehnen und somit sollte das Ganze schon passen, denke ich. Nachdem ich kontrolliert habe, dass wirklich alle Zellen so hier eingebaut wurden, dass ich sie in Reihe verschalten kann, es ist extrem wichtig, deswegen erwähne ich das jetzt nochmal, beginne ich jetzt damit, die Busbars aufzulegen bzw. zu verschrauben. Seid bitte extrem vorsichtig, Kurzschlüsse können hier wirklich mehrere tausend Ampere an Kurzschlussstrom verursachen und echte Probleme. Deswegen wirklich sehr vorsichtig sein, isoliertes Werkzeug benutzen. Die Schrauben werden mit 4 Newtonmeter angezogen, laut EEL. Ich reinige die Pole noch mit Isopropanolalkohol, einfach um Fettrückstände und ähnliches von den Busbars zu entfernen. Am besten zieht ihr euch auch noch Handschuhe dabei an. Wichtig ist hier wirklich absolute Sauberkeit, um hinterher keine Probleme zu haben. Wenn es um das Thema Balancer geht, beziehungsweise auch Ströme, da kann es mit der Zeit dann tatsächlich Oxidationen der Pole geben. Und von daher, Sauberkeit ist hier erstes Gebot. Das kann ich jetzt immer nur wiederholen. Und ja, los geht's. Das Ergebnis kommt dann gleich. So sieht das Ganze dann mit montierten Busbars aus. Hier hinten hat man einen Spezialbusbar, der dann halt die Zellen miteinander verbindet. Ansonsten sind das ganz normale flexible Busbars, entsprechend etwas stärker ausgelegt, 3x 3 mm stark, 20 mm breit, mit Ausnahme des Busbars hier hinten, aber das ist einfach von der Funktion her. Jetzt kann man hier auch nochmal die M3-Gewinde sehen, die überall drin sind, wo dann später der Balancer und das BMS angeschlossen wird. Ich montiere jetzt als nächstes die Brücken mit den PCBs und werde dann auch gleich die Kabel der Brücken an die Zellen anschließen. Bevor wir jetzt die PCBs montieren, zeige ich euch nochmal gerade, was ich da gemacht habe. Ich habe natürlich jetzt erstmal die neuen PCBs mit den beiden Abgangskabeln montiert. Das passiert hier einfach mit 6 Schrauben. Solltet ihr die einfachen PCBs nehmen, weil ihr keinen Balancer habt, dann achtet darauf, dass da auch wirklich 6 Schrauben drin sind und nicht nur 2, wie es bei mir so war bei der Anlieferung. Auf der anderen Seite ist jetzt hier dieser Streifen weichen Materials aufgeklebt worden, einfach um da einen Kurzschluss zu verhindern. Diese ovalen Löcher sind dafür gedacht, die Ventile oder da sitzen hinter die Ventile drunter, um ein mögliches Abblasen zu erleichtern, wenn das mal passieren sollte, was wir nicht hoffen. Aber auf jeden Fall hat man dann keinen Widerstand. Die PCBs sind entsprechend markiert. Also hier, das ist jetzt Zelle 4, Zelle 3. Und dann gibt es noch einen weiteren Unterschied, nämlich hier unten sind die Stecker anders unterschiedlich markiert. Dieser hier ist schwarz angemalt, dieser auch. Und die beiden hier oben sind weiß. Das ist hier etwas schöner gelöst.
Da haben sie nämlich wirklich schwarze Stecker und weiße Stecker montiert, sodass man sich dann nicht vertun kann. Nichtsdestotrotz, wer zählen kann, die Zellen 1 bis 8 sitzen auf der linken Seite des Packs und die Zellen 9 bis 16 sitzen auf der rechten Seite des Packs. Genau das habe ich nun durchgeführt. Die beiden Brücken mit den PCBs sind montiert. Die ganzen Anschlusskabel sind montiert, also für die Abgriffe der Zellspannung. Und hier vorne habe ich noch den Balancer angeschlossen mit einem entsprechenden Kabel. Dabei ist mir aufgefallen, dass dieses Kabel hier, das linke von den beiden, sehr, sehr locker sitzt und dass man das auf jeden Fall irgendwie fixieren sollte. Ich habe es jetzt mit Heißkleber festgeklebt. Es rutscht auf jeden Fall bei der kleinsten Bewegung raus. Und wahrscheinlich ist es so, wenn man das irgendwie durch die Gegend transportiert, dann kriegt man da irgendwie Probleme, denke ich mal. Des Weiteren ist es hier so, dass der Balancer auf der einen Seite ein schwarzes Kabel hat. Das ist links. Und hier haben sie so einen schwarzen Rand um den weißen Stecker gemacht. Wahrscheinlich hatten sie einfach stumpf keinen entsprechenden Stecker mehr übrig. Und auf der rechten Seite ist alles komplett weiß. Einfach um das auseinanderhalten zu können, weil am BMS ist es genau dasselbe. Das heißt, das BMS wird jetzt hier eingesteckt, also dort eingesteckt und dort. Und hier unten guckt jetzt nur noch der Stecker für die Heizung raus. Als nächstes montieren wir jetzt das Frontblech mit dem BMS und den Anschlüssen sowie der Sicherung und den ganzen Busbars. Display gehört natürlich auch dazu. Display wird hier montiert, BMS kommt dorthin. Hier werden die vier Anschlüsse montiert und hier der Sicherungshalter mitsamt der Sicherung. Damit das dann hinterher auch passt, müssen die Anschlüsse entsprechend erst mit einem Gummi versehen werden, dann von der anderen Seite durch das Blech gesteckt. Die Schrauben, die dafür benötigt werden, sind diese hier. Ich hoffe, ihr könnt es so ein bisschen erkennen. Das ist die etwas längere Schraube, 3 mm Schraube mit Sprengring und Unterlegscheibe. Und damit das Ganze passt, muss der Anschluss so gedreht werden, dass das Ganze von meiner Seite aus senkrecht dasteht. Ansonsten passt das hinterher mit den Busbars nicht. Die Anschlüsse montieren wir jetzt viermal, entsprechend hier in die Löcher. Rechts von meiner Seite aus ist der Plusanschluss, links ist der Minusanschluss, also rot und schwarz. Das mache ich dann jetzt erstmal. Die vier Anschlüsse sind jetzt montiert. Ich habe parallel dazu noch den Schalter eingebaut, weil ich sowieso gerade an der Ecke war. Jetzt als nächstes kommt hier der Batteriehalter. Dieser wird hier an dieser Stelle eingebaut. Passt auch nur da. Und es sind zwei Schräubchen mit einem relativ großen Kopf, die aber sehr kurz sind, mitgeliefert worden. Das hat einfach damit zu tun, dass hier hindurch aufgrund der Länge des Gewindes nichts anderes passen würde und der Halter auch nur damit hier befestigt werden kann. Der wird einfach festgeschraubt und das war es dann auch schon. Das nächste, was wir jetzt machen werden, ist, wir gucken uns das Display an. Das Display selber wird mit vier so kleinen, ja, Nupsis geliefert. Keine Ahnung, wie man die Dinger nennt. Das sind diese kleinen schwarzen Käppchen hier. Und die werden erstmal als allererstes auf die Taster gesteckt, weil die Taster ansonsten nicht lang genug wären, um durch das Gehäuse zu kommen. Und das ist dann natürlich etwas doof. Logischerweise ist es so, dass das auch nur in einer Richtung passt, das Ganze. Ach so, nicht vergessen, den Schutz abzuziehen hier vorne. Da kommt man nämlich hinterher so schlecht dran, den dann wieder abziehen zu wollen. So, das Ganze kommt dann hier, wird dann hier eingesetzt, wird festgeschraubt und das BMS kommt dann hier hin. Das war dann eigentlich schon die gesamte Montage, die wir hier machen müssen. Ich schraube das Ganze mal fest. Das ist dann jetzt fertig montiert. Wichtig zu wissen ist noch, dass hier, dort und auch am Display die etwas längeren M3-Schrauben verwandt werden. Hier in der Mitte sind noch etwas kürzere. Die sind für die Verbindung der kleinen Kabelschuhe des PCBs mit den Busbars der Zellen. Mitgeliefert beim BMS werden auch noch hier so sechs solche Schrauben mit einem eckigen Verbinder obendrauf. Die sind dafür gedacht, die
Busbars, also dieses Origami hier mit dem BMS zu verbinden. Und ja, ich lege jetzt am besten mal einmal die entsprechenden Busbars auf, wo sie dann später montiert werden. Also der erste wird hier montiert. Dann hat man hier noch einen mit Doppelanschluss und eingelassenem M3-Anschluss. Das ist logischerweise dann einer, der zu den Zellen geht. Dasselbe haben wir hier auch nochmal. Das ist dann aber, der ist dann dafür gemacht, hinterher auf diesen Busbar gesetzt zu werden. Das heißt, dieser hier wird montiert und obendrauf an passender Position kommt dann dieser hier. Das ist dann der negative Anschluss am Akku. Dann haben wir hier noch einen Busbar, der dann rüber geht zur Sicherung. Das ist der. Und hier, last but not least, ist von der Sicherung zum Plusanschluss. Damit haben wir dann alle verbaut. Dazwischen kommt dann natürlich hier noch die Sicherung. Die Sicherung selber wird als allererstes unten auf den Halter geschraubt. Das heißt, man nimmt hier alles erstmal runter, was da ist. Also die Mutter, die Unterlegscheibe und den Sprengring. Es wird alles abgenommen. Dann kommt hier die Sicherung unten rein. So. Und obendrauf dann entsprechend diese. Achso, der ist übrigens auch noch an dieser Stelle flexibel, eben deshalb, weil die Sicherung etwas tiefer sitzt. Das würde ansonsten nicht passen. Dann kommt hier der Busbar oben drauf und als nächstes dann wieder die Sicherung, der Sprengring und die Mutter. Das ist die Montagereihenfolge, die man einhalten sollte. So, das machen wir jetzt gleich alles mal schön fest. Ich montiere das gerade und zeige euch dann wie immer das Ergebnis. Die ganzen Busbars sind jetzt montiert. Was ihr dafür braucht, ist ein 13er und ein 14er Schlüssel. Den 13er Schlüssel benötigt ihr hier für die Schrauben der Verbinder. Das muss man auch noch wissen, es gibt hier insgesamt 8 solche Schrauben und die sind aber unterschiedlich lang. Die längeren Schrauben werden benötigt, um hinterher ein Kabelschuh an den Verbinder zu schrauben von außen am Gehäuse. Die sind quasi jetzt erstmal für uns nicht relevant. Die werden also hier dran geschraubt oder eingeschraubt. Die kürzeren sind halt diese 4 Stück hier, also diese, und dafür braucht ihr den 13er Schlüssel. Und den 14er Schlüssel, den benötigt ihr für das hier. Ich habe den jetzt extra noch nicht angezogen. Für die Sicherung. Warum auch immer da jetzt zwei unterschiedliche Maße verwandt werden, ist mir jetzt nicht so hundertprozentig klar, aber gut, das wird wahrscheinlich irgendwie fertig eingekauft und somit liegt das nicht in der Hand von EEL Battery. Passt aber so auch ganz gut. Seid ein bisschen vorsichtig, das Ganze hier unten ist aus Keramik, wäre sehr ärgerlich, wenn ihr es irgendwie abreißt oder so. Die restlichen Busbars sind jetzt so gebaut, dass das hier nicht aufliegen kann auf dem BMS. Den Stecker vom Display habe ich mittlerweile eingesteckt und auch der lässt sich nicht verdreht oder vertauscht einbauen. Das hier ist noch so eine Sache, man montiert diesen Pol hier in die Mitte und den hier, den montiert man, ja, der geht gar nicht anders, der hat nur einen Anschluss, also hier den negativen Pol. Der geht nur dort. In der Mitte deshalb, damit man diesen Anschluss an sich ein bisschen verdreht, um eine möglichst große Kontaktauflagefläche zu haben. Wenn man das anders montieren würde, zum Beispiel hier, das wäre ja naheliegend, dann würde die Isolation verhindern, dass der überall anliegt. Also von daher wird das so ein bisschen verdreht angebaut und dann passt das Ganze. Das hat EEL im Vergleich zum letzten System etwas verändert und vorher war das im Endeffekt ein Stück, also der drunter liegende Busbar, der hier alle drei Pole miteinander verbindet, des BMS. Und dieser Teil hier, das war ein Stück. Aber gut, das haben sie jetzt einfach mal angepasst. Bin gespannt, wie das nachher passen wird. Ansonsten hat man hier noch die BMS Zellverbinder oder Zellanschlüsse für die einzelnen Zellen. Die kann man auch nicht falsch rum einstecken, wie ich das gerade erfolgreich versucht habe. Die sind auch sogar farblich markiert. Das heißt, schwarz und weiß kann man sich nicht wirklich vertun.
Auch diese kann man beliebig rum einstecken. Das heißt, jeder Stecker passt da immer in die entsprechenden Anschlüsse rein. So, die rasten auch richtig gut ein und sind damit dann fest. Wir haben dann hier noch den Anschluss für die Heizung. Da müssen wir das nachher noch einstecken, wenn wir es montieren. Und dann haben wir hier noch diese vier Abdeckungen, die dann hinterher hier vorne auf die Polverbinder gesetzt werden. So, ne? Dann haben wir da hinterher, dann ist das Ganze berührungssicher, wenn die Schrauben dann drin sind. Ja, hier unten haben wir dann jetzt die LEDs schauen raus, der Adress-Dipschalter schaut raus, CAN-Bus, RS485 und Reset. Damit ist das Frontpanel jetzt erstmal fertig und das werden wir jetzt montieren. An einer Stelle muss ich mich selber nochmal korrigieren. Ich habe nämlich hier die falschen Schrauben verwendet. Richtig gewesen wären diese Schrauben hier ohne Unterlegscheibe und ohne Sprengring. Ich habe verwandt die sechseckigen oder Sechskantschrauben mit Kreuzschlitz. Und ja, das muss ich jetzt nochmal tauschen. Ansonsten hätte ich nicht genug Schrauben, um oben die PCB-Träger über den Busbars noch richtig zu befestigen. Da sind momentan nicht genug Schrauben drin. Das werde ich jetzt dann nachholen. Und hier werde ich das auch ändern. Sorry dafür, das ist aus dem Manual nicht sauber erkennbar. Aber vielleicht ist das noch eine Möglichkeit von EEL, das mal zu verbessern. So, jetzt geht's los. Das Frontpanel habe ich hier in der Hand. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken. Als allererstes stecke ich jetzt mal die Heizung ein. Das ist, glaube ich, auch nicht weiter schwierig. Kann man nicht falsch rum machen. Danach führe ich die Kabel entsprechend schon mal durch, dass ich die gleich an der passenden Stelle habe. Und jetzt vielleicht noch mal als Information: Es ist schon sehr wichtig, dass hier die Verbindungen in der passenden Reihenfolge gemacht werden. Also als allererstes soll man den negativen Pol verbinden, was ich jetzt hier mache gerade. Und den positiven Pol sollte man nach Möglichkeit erstmal noch ablassen. So. Natürlich habe ich die Busbars und die Pole noch mal gereinigt vorher. So, erstmal nicht allzu fest, damit wir da hinterher noch was dran machen können. Als nächstes sind jetzt für die Verbindung die Stecker für das BMS angedacht. Also dieser Stecker hier. Oh, das wird aber sportlich, den da reinzubekommen. Mal gucken, ob das funktioniert oder nicht. Mal sehen. Ein bisschen kurz das Kabel. Naja, vielleicht bauen wir es erstmal komplett zu. Also ich schraube jetzt erstmal zumindest das Gehäuse so grob an. So. Gerade ein paar Schrauben holen. So, damit sich das zumindest nicht mehr bewegen kann, gleich, wenn ich die Kabel reinstecke. Und auf der anderen Seite auch noch mal eine. Könnt ihr wahrscheinlich leider jetzt gerade nicht sehen, aber dann ist das halt so. Was das jetzt? Und ach Mist, ich habe ganz mein Mikrofon vergessen. Naja, ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Jetzt schauen wir mal, ob und wie wir das da reingebaut kriegen. Mal sehen, wie das jetzt angedacht ist. Also ich muss es auf jeden Fall um 180 Grad drehen. Das ist aber wirklich eine sportliche Nummer hier. Weiß ich auch nicht genau, wie Sie sich das gedacht haben. Ich mache das jetzt mal fertig. Ich nehme an, ihr könnt es euch vorstellen. Also wie gesagt, der schwarze muss jetzt hier rein. Der weiße muss hier rein.
Als allerletztes wird dann der Pluspol angeschlossen. Das ist so die offizielle Reihenfolge. Ich mache das jetzt, werde das versuchen, so gut wie möglich hinzubekommen und zeige es euch dann danach. Ich habe das Ganze dann mit etwas Mühe hinbekommen. Wie ihr sehen könnt, hier unten ist das Kabel drauf. Ich werde aber EEL dazu nochmal eine Nachricht schreiben und werde denen empfehlen, dieses Kabel mal mindestens 2 bis 3 Zentimeter länger zu machen, weil das große Problem hier war, dass sich das PCB durch das Kabel dann auch noch verbogen hat. Ich habe da jetzt einfach ein Stückchen Pappe drunter gesteckt. Ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, aber gut. Das sind so kleine Verbesserungen, die können die noch durchführen. Hier habe ich dann ja das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Da ist das Kabel deutlich länger und kann problemlos angeschlossen werden. Und hier unten kann man jetzt fröhlich den Ni schon blinken sehen. Das heißt, der geht natürlich an in dem Moment, wo ich da den Stecker drauf stecke. Das ist so ähnlich wie bei dem anderen BMS, was EEL da auch anbietet. Das ist dann dauerhaft aktiv, kann man auch nicht abschalten. Das ist das gleiche mit dem Balancer. Da wäre es wahrscheinlich auch gar nicht verkehrt, wenn noch ein zweiter Schalter zumindest vorne in die Front eingebaut werden würde. Damit man da hinterher dann sagen kann, okay, ich mache den Balancer auch aus, gerade wenn das Battery Pack längere Zeit nicht benutzt wird. Der Balancer verbraucht zwar nur ein paar Milliampere, aber über Tage und Wochen und Monate kann das natürlich schon mal zu einem Problem werden. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe tatsächlich den Einschalter jetzt noch nicht gedrückt. Das machen wir jetzt mal zusammen und hoffentlich passiert dann auch was. Ja, es passiert was. Man kann hier sehen, dass das BMS. Oh, er meldet Abnormal Communication, was auch immer das heißt. Keine Ahnung, was ist Abnormal Communication? Bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ah, ich habe hier einen der Stecker fest. Na super. Das ist jetzt natürlich ganz klasse, dass ich das jetzt erst merke. Also einer der Taster hier ist fest. Ich vermute mal, der wird dann ein Problem auslösen, weil er jetzt denkt, ich drücke die ganze Zeit den Taster. Ja, das ist natürlich jetzt echt doof. Na gut, okay. Das ändere ich dann mal gerade. Ich hoffe, dass ich das von oben machen kann, ohne dass ich wieder alles auseinanderbauen kann. Ab und an muss man Dinge einfach zweimal rausfinden. Ich hatte nämlich total vergessen, dass ich dieses Problem schon mal hatte und habe es dann aber gerade durch Ausprobieren einmal rausgefunden. Also wenn hier Abnormal Communication steht, dann bedeutet das, dass ihr die Software des BMS nicht richtig konfiguriert habt. Das Zeplos Tool verlinke ich euch auch noch mal unter dem Video. Ihr müsst hier dann entsprechend die Geschwindigkeit und euren COM-Port einstellen. Bei mir ist das 19.210, also hier an der Seite. Dann klickt ihr auf Connect. Als nächstes müsst ihr hier oben auf den Punkt Login klicken, der ist hier, und euch mit Admin und Admin standardmäßig dort einloggen. Das habe ich jetzt schon gemacht. Und danach geht hier oben links auf den Punkt Upload Parameter und dann rollt hier auf der rechten Seite bis fast nach ganz unten und da gibt es dann hier LCD Display Function, die macht ihr an, und Bluetooth Communication Function. Das heißt, die App würde so in diesem Status auch nicht funktionieren. Erst wenn ihr dieses Bluetooth anmacht, dann funktioniert das. So, und wenn ich da jetzt, ich versuche das mal gerade einzufangen. Wenn ich da jetzt draufklicke auf Set All, dann passiert Folgendes. Bop, da sind unsere Parameter. So, und jetzt können wir uns hier auch alles einmal angucken. Das heißt, wenn wir uns jetzt immer die Zellen angucken wollen, zum Beispiel, dann gehen wir hier auf, ja, auf Cell Voltage, Enter. So, und dann sehen wir jetzt die Magie der Grade-A-Zellen. Schaut euch mal diese Werte an. Das ist schon der Knaller. Also wir sind da in sehr, sehr, sehr niedrigen Bereichen unterwegs. Okay, so. Ja, das passt alles soweit. Wer sich jetzt wundert über diesen Standardwert hier, 49,90%, das ist natürlich Unsinn. Die Zellen sind alle randvoll und balanciert, beziehungsweise ja, doch balanciert, top balanced. Das liegt daran, das ist der Standardwert, der geliefert wird mit dem BMS und auch das kann man ändern.
mit dem man hier wieder in diese Werte reingeht. Und dann sucht man sich den Punkt, ich glaube 57, 58 oder so. Ne, 58, 59. 59 ist nämlich der SOC. Der steht bei mir jetzt gerade auf 140 Ampere. Dementsprechend, oder Amperestunden, dementsprechend, wenn ihr wisst, dass die Batterien voll sind, und das weiß ich bei mir, weil ich das Top-Balancing durchgeführt habe, dann setzt man diesen Wert eben auch auf 280 Ampere Stunden. Klickt einmal auf Download, und wenn ich mir jetzt einmal hier den SOC angucke, dann sieht man, der Zeiger steht plötzlich komplett auf grün. Und hier unten steht er auf 99,90. Wenn ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr, wenn ich ein bisschen Ladestrom anlegen würde, dann wäre er direkt auf 100, würde er direkt auf 100 springen. Aber das macht er erst ab einer bestimmten Zellspannung. Von daher ist das jetzt so in Ordnung. Also das BMS funktioniert jetzt so. Was ich jetzt noch machen muss, ist hier oben einmal dort meinen CAN-Bus zu konfigurieren. Das heißt, ich stelle den jetzt einmal hier auf Victron. So, successfully, sagt er mir. Und er ist 485, interessiert mich persönlich jetzt nicht so richtig. So, und jetzt steht hier unten, ich aktualisiere das mal gerade, genau, jetzt steht hier plötzlich Victron. Vorher stand da gerade irgendwas anderes, also das hat er jetzt gerade gemacht. Der hat jetzt, ja, das Kommunikationsprotokoll des CAN-Busses hier umgestellt. Das heißt, wenn er jetzt hier mit einem Victron Typ A-Kabel drauf geht und verbindet das mit eurem Servo oder Ekrano oder Venus oder was auch immer ihr habt, dann funktioniert das Ganze direkt mit dem Victron-System. So, als nächstes öffne ich dann jetzt mal die Balancer ab vom Ni. Das zeige ich euch dann jetzt aber, oder da zeige ich euch einen entsprechenden Screen Capture. So sieht das Ganze aus, wenn man die Ni-App gestartet hat. Wichtig ist bei sich, das Bluetooth zu aktivieren und beziehungsweise alle Rechte einzuräumen, die die App bei der Installation haben möchte. Hier hat er jetzt den neuen Balancer schon gefunden und ich klicke jetzt auf Connect. Dauert jetzt einen ganz kurzen Moment und dann sind wir schon im Balancer drin. Wir können hier oben unter dem Zahnrad noch ein Change Name machen, also den Namen des Balancers ändern, wenn ich das denn unbedingt möchte, oder das Passwort ändern. Ab und zu fordert er einen nach einem Passwort auf oder möchte ein Passwort von einem haben. Und das ist dann einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann ist man drin. Wichtig ist, wenn man hier das Passwort geändert hat, da gibt es keine Möglichkeit, das zu recovern. Also merkt euch das Passwort, wenn ihr es denn ändert. Des Weiteren haben wir hier jetzt die Batterie, oder jetzt aktuell haben wir 24 Zellen eingestellt und noch NMC, beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht. Was haben wir eingestellt? Doch, NMC-Zellen sind eingestellt, standardmäßig. Wir brauchen natürlich 16 Zellen, deswegen meckert er hier unten auch, weil er insgesamt 24 Zellen erwartet, wir aber nur 16 dran haben. Und das zeigt er aber auch hier oben unter State Quantity Different Settings. Also das ist dann die Einstellung, die man ändern muss. Das machen wir jetzt als allererstes mal. Wir stellen jetzt erstmal auf LFP um, drücken auf Settings, dann hört man so ein ganz leises Piepen. Das heißt, der Balancer quittiert dann einmal die Einstellung, dann stellen wir die Zellen auf 16 um. Und wenn wir jetzt hier unter Status schauen, dann sehen wir gleich, okay, da sind jetzt nur noch 16 Zellen drin. Ja, er sagt jetzt hier oben Line Res Detection, das ist Line Resistance. Und das bedeutet, er hat hier jetzt oder er versucht jetzt hier die Line-Information, also die Kabelinformation rauszubekommen. Also habe ich ein Kabel angeschlossen, passt das alles? Ist da irgendein merkwürdiger Widerstand drauf oder sowas? Und wenn er damit fertig ist, genau, dann sagt er System Ready. So, jetzt ist der Balancer grundsätzlich erstmal einsatzbereit. Wir wollen ihm aber noch sagen,
dass er hier sinnvolle Werte bekommt. Die Startup Different Voltage, das ist der zweite Wert von oben, ist bei 5 Millivolt, können wir erstmal so lassen. Ausgleichsstrom sind hier jetzt 4 Ampere, damit er nicht ganz so warm wird, setze ich das mal auf 2, das reicht für gewöhnlich auch. Kann man natürlich auch auf 4 setzen oder 3 oder was auch immer man für einen Wert haben möchte. Je höher, desto schneller geht das Ganze natürlich. So, dann haben wir hier eine Stop Voltage. Die Stop Voltage, beziehungsweise, ja doch, da müssen wir jetzt die Stop Voltage eingeben. Das sind dann 3, bei 3,4 Volt soll er aufhören. Ach so, das muss ich andersrum machen. Genau, Run Voltage muss ich erst eingeben. Das soll bei mir 3,5 Volt sein. Damit soll er anfangen und die Stop Voltage soll 3,4 Volt sein. So, das heißt, er fängt an zu balancen, wenn die Spannung 3,5 Volt ist. Und hört auf, wenn die Spannung wieder auf 3,4 Volt fallen sollte. Das ist dann sinnvoll, oder man sollte natürlich in der steigenden Flanke des Akkus sehen, dass man anfängt zu balancen und nicht auf dem flachen Bereich der LiFePO4-Ladekurve, sondern tatsächlich auf dem steigenden Bereich. Und dann sollte man natürlich, bevor man diesen Bereich auch wieder verlässt, wieder aufhören zu balancen. Wenn man vorher anfängt zu balancen, dann bringt man eigentlich den ganzen Akku nur noch durcheinander. Von daher sind diese Werte hier eigentlich relativ bewährte Werte. Der SOC stand jetzt auf 280 Ampere. Wenn das bei euch nicht so ist, setzt das einfach. Wobei ich gar nicht genau weiß, warum man hier überhaupt einen SOC hinterlegen muss. Der Balancer hat so oder so keine Möglichkeit, den aktuellen Wert zu messen. Wenn einer eine Idee hat, schreibt das doch mal bitte in die Kommentare rein. So, wenn wir jetzt hier draufklicken, dann sagt, auf Status klicken, dann sagt uns das System Battery Voltage Low, was ja auch richtig ist. Die Zellen sind alle unter 3,5 Volt aktuell, sind also längere Zeit gesettelt mit 2 Millivolt Differenz. Also das ist alles hervorragend, sieht alles so aus, wie es sein soll. Und ja, jetzt können wir den Balancer hier oben auf Equalizing noch einschalten. Das habe ich jetzt mal gemacht. Und jetzt wartet der Balancer im Endeffekt, bis die erste Zelle über 3,5 Volt steigt und fängt dann mit dem Balancieren an. Das war auch schon alles, was man hier beim Balancer machen kann. Bis auf so kleinere Fehler hat das echt gut geklappt, das Ganze. Das Pack funktioniert jetzt, die Schalter funktionieren alle, da könnt ihr auch noch mal drauf achten, das habe ich jetzt nicht gemacht. Mal wieder, ich weiß eigentlich, dass das passieren kann, dass man diese kleinen Tasterchen da verkantet und dass es dann nicht funktioniert, aber gut, ist dann halt so. Das Pack an sich, wie gesagt, tut jetzt das, was es soll. Den eigentlichen Lasttest, den werden wir dann noch mal, oder Funktionstest, den werden wir dann noch mal im anderen Video machen, weil jetzt wird es echt zu lang. Ich hoffe, es hat euch so ein paar Einblicke in dieses V3-Gehäuse gegeben. Mir persönlich gefällt das echt super. Ich werde jetzt zum Schluss noch die ganzen Schräubchen da reindrehen und dann ist es für mich auch fertig. Vielen Dank an euch fürs Zusehen. Vielen Dank dafür, dass ihr hoffentlich den Kanal abonniert habt und am allerbesten lasst ihr mir bitte für dieses Video auch ein Like da, damit es entsprechend bei YouTube gerankt wird. Wäre sehr nett von euch. Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Video oder live oder was auch immer. Macht's gut und tschüss.